der Freund, ich bin's wieder, Ruben Flex hier und ich begrüße euch zu dem weiteren Part von Secret of Mana. Wir befinden uns immer noch in der Festung der Mana-Garnison und haben vor, hier uns durchzuprügeln, ein paar Bosse zu besiegen und letztendlich das Spiel zu beenden. Ich bin gespannt, meine Freunde. Wir nähern uns auf jeden Fall mit Riesenschritten im Finale. Du gibst mir, glaube ich, bloß eine Walnuss, oder? Ja, nee, den Stahlpanzer. Den Stahlpanzer, den werden wir doch gleich gucken, ob wir den gleich einsetzen können. Flexi? Alter! Warum stelle ich mich denn gerade so an? Kleidung. Ein sexy, sexy Stahlpanzer. Haben wir schon. Ha! Seid ihr denn für Loser? Ja, wir haben es soweit fertig gespielt hier. Hier ist ein Horror-Omen-Glutzer-Windel-Dingens. Das könnte sich der gute Felix mal kümmern. Kadi ist schon wieder voll außen vor. Kommst du bitte? Ja, das war ja klar. Funky, warte, krieg ich von dir irgendwas Sinnvolles? Die Götterrobe. Das könnte vielleicht was für meine Mädels sein. Gucken wir mal, ja? Dann kriegt es auf jeden Fall Monkey. Weil Monkey eigentlich immer von den allen Charakteren die schwächste ist auf der Brust. Monkey, gucken wir mal, eine Götterrobe. Götterrobe. Kann sie nicht annehmen, ansetzen. Dann vielleicht Kadi? Kadi. Wo bist du? Nicht auch. Die ist für mich? Okay. Dieses war mir nicht bewusst. Ja, ich kenne mich mit dem Spiel nicht so gut aus wie irgendwelche. Achso. Ja, okay. Das bin ja nicht ich. Das habe ich aber blöd geschaut gerade. Ich dachte, ich kann keine anderen. 45 bin ich mit zufrieden. Habe ich wieder ein paar Verteidigungspunkte mehr. Und auf geht's durch dieses lustige Scherben-Kristallhaufen-Dingens. Und dich muss ich zerstören. Warum? Weil ich's kann, liebe Metallkrabbe. Sehr schön, Metallkrabbe ist zernichtet. Na, na, na. Was soll das jetzt? Achso, ja, einfach gut. Ja, wir haben einfach den Weg bekommen. Da ist der Klatscher sogar ziemlich konfus, würde ich fast behaupten. Wir hatten die Waffe, die konfus macht. Bestimmt, meine liebe Knoblauchin. Ich geh jetzt erstmal da hoch. Nee, da ist nichts. Okay, dann geh ich da nicht hoch. Ich Idiot, vielleicht soll ich erstmal gucken. Tschüss, Terrorente, du kriegst jetzt erstmal derb auf die Fresse. Einfach, weil ich's kann. Ah, es macht Spaß, dieses Spiel. Spielt's doch bitte selber. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, ihr könnt euch echt schämen. Weil das ist eines der grandiosesten Spiele, die Nintendo definitiv zusammengezirbelt hat. Da kann das sagen, was er wollt. Also, da bin ich mir zu 100% sicher, dass ich das sagen kann. Und hier ist eine Tür. Das heißt, wir könnten Glück haben, dass wir jetzt gleich zu einem Boss kommen. Ja, hier gibt's noch ein paar Bösschen. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass es 4 waren. Ja, ich glaube, 4 waren's. Und hier gibt's den ersten. Aber hier besiegen wir erstmal den nicht Omen-Glotzer, sondern den anderen davon. So. Schaut her. Genau, hier ist der Panikmeister. Und den besiegen wir natürlich mit meinem süßen Mädchen, die einen Zauber drauf hat, der ihm den Schweiß aus der Poritze rausziehen wird. Laser Inferno. Excremento. Und zack. Laser Inferno Level 7. Bombs. Ah, den haben wir gleich hin. Den haben wir sogar ziemlich schnell hin. Zack. Bist du kaputt, ne? Bist du sowas von kaputt? Das glaubst du gar nicht. Ja, Zaubersperre auf Monkey bringt dir absolut gar nichts. Aber absolut gar nichts. Weil das mein kleines Mädel einsetzt und die macht dir so viel Schaden. Eine Blinova. Monkey ist konfus. Vollkommen uninteressant. Ininteressant, genau. Vollkommen uninteressant. Hänge. Und zack. Zack die Bohne, mein Freund. Ich glaube, jetzt bist du tot. Kadi ist vergiftet. Auch vollkommen uninteressant. Ja, du bist tot. Und ich bekomme leider kein Orb mehr dafür. Sehr, sehr schade, aber
So ist das mit dem Licht. Mal brennt's und mal brennt's nicht, nicht wahr? Und weiter geht's. Es geht direkt weiter. Wir sind ganz heiter. Und gehen in die nächste Runde und greifen ein paar Höllenhunde an. Jawohl, tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, Höllenhund. Du machst mir nix. Die Gegner sind jetzt eigentlich alle mit dem Level. Also, ich finde es ja fast ein bisschen schade, muss ich behaupten, weil irgendwie, ja, macht das mir gar nichts mehr aus. Die Gegner Platz zu machen. Ihr kümmert euch mal bitte um den Werwolf. Ich kümmere mich hier um diesen kleinen Donnerfuzzi. Und zack. Ja, das war nix. Hallo, kleiner Werwolf. Wo muss ich denn als erstes lang? Es ist, wie gesagt, vollkommen egal, weil wir ja sowieso... Oh, ich glaube, wir haben ja eine Kriecher-Eule. Da werden wir wohl ihr ein wenig in den Arsch kriechen. Ja, der war schlecht, ist okay. Muss mich nicht gleich so anschreien. Irgendwie hat die Krabbe die ganze Zeit gerade einen spastischen Anfall. Ja, die Krabbe ist ziemlich gut verteidigt. Oder, ja, nicht verteidigt, sondern... Geht's hier irgendwie? Ja, hier geht's schon irgendwie. Deswegen gehen wir hier auch irgendwie. Angst werde, Freunde? Überhaupt nicht. Zack. Ja, ich wollte eigentlich nicht, dass ihr den angreift, aber wenn ihr das meint... Die können mir nur einen Gegner machen, den ich ziemlich als nervig empfinde, und das ist... Der Tomatenmann heißt er, glaube ich. Nein, das war ja der andere Tomatenmannus. Ich meine den Eiermann. Den lustigen Eiermann. Aber da hier noch ein Ding ist, sollte das alles eigentlich relativ gut schaffbar sein. Come on, Baby. Let's do the fist. Ich nehme meine Faust und schiebe sie dir mitten in deinen Schleim hinein. Und bist du zerstört. Da wirst du zerstört. So. Kleiner Ninja-Mann. Setzt du deine Eisklinge ein? Willst du etwa, dass ich verreise? Hab ich Angst? Nein. Vielleicht noch vom Mana-Drachen, weil der kann wirklich böse zuzwiebeln. Aber ich denke, wir sollten mit unserem Zeug eigentlich relativ gut gerüstet sein. Und die Leute, Mädels sollten auch genug Energiepunkte haben. Also wenn ihr versteht, was ich meine, Mana-Punkte natürlich. Da wir diese Festung hier einfach durchdribbeln. Und Monkey, du musst wieder übernehmen. Kommissar Monkey, übernehmen Sie. Ja, Wolowitsch. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass hier irgendwo so ein Peitschendingens ist. Aber da ich bin, erinnere ich mich eh wieder falsch. Ah, okay. Nee, blöd im Kreis gelaufen. Das tut immer gut, ne? Dann gucken wir mal hier hoch. Also hatte ich ja trotzdem die richtige Entscheidung gemacht. Ah. Habt ihr Angst? Nö. Hallo, Modergrütze. Ah, wir greifen erstmal die. Wir machen erstmal die Modergrütze kaputt. So zum Beispiel. Jetzt können wir uns um den Werwolf und die anderen zwei Zwiebeln kümmern. Genau, der Werwolf hat, habe ich ja schon gesagt, das Clown-Ohr ab. Und ist, hat aber eine sehr, sehr, sehr geringe Droprate. Also, da könnte er schon 10-mal durch die Mana-Festung, bis er da die Orbs alle zusammengekriegt hat. Und den Schwert-Orb kann man leider nicht bekommen. Der wurde nicht einprogrammiert, haben sie vergessen. Den letzten. Um das Mana-Schwert zu bekommen. Finde ich schon ziemlich lustig. Das bekommt man dann letztendlich durch, bloß durch eine Sache, die ich euch jetzt nicht verraten werde, weil es nur halb so lustig ist. Oh, der Quallensauger. Den muss ich mal schnell zernichten hier. Ja gut, wenn das Mädchen anknüppelt. Halt, was war das für ein... Was haben wir da bekommen? Quallensauger ist erledigt. Was haben wir denn da gekriegt? Schokolade, ja. Gut. Schokolade. Ist... Brauchen wir nicht mehr. Meine Freunde. Wie seht ihr, die Mana-Festung ist relativ konfus aufgebaut. Also da kann man schon ein bisschen durchziehen. Oh Mann, Mausi. Kadi bewegt deinen Hintern, Mann. Wahrscheinlich war Kadi jetzt richtig. Nein, war sie nicht. Seht ihr da, dass es da nicht weitergeht. Hallo Basilisk, treffen wir dich auch nochmal? Ja, und zwar mit einem Speer, einer Peitsche und einer Axt. Das ist schön. Rüber, sagt die Zwiebel. Ja, komm her. Das ist die KI. Oh, und da war ein Klatscher versteckt. Klatscher?
Leute. Warum habe ich jetzt... Was war das jetzt? Warum bin ich jetzt da... Warum habe ich jetzt den Schalter ungefähr 6000 Mal aktiviert? Man weiß es nicht genau. Aber es ist egal. Und wir kommen wieder zum nächsten Gegner. Und zwar zur Sabbatgrütze, glaube ich. Auf jeden Fall ist die Mutter aller Schleime tatsächlich ein Wesen des Lichts. Und deswegen werden wir mit Nocturne aushelfen, meine Freunde. Los, ein paar Hadesgranaten. Worms. Ich liebe die Hadesgranaten. Ich meine, hallo, es sind Hadesgranaten. Ich meine, die wird, glaube ich, immer größer, soweit ich mich erinnern kann, oder? Können wir auf jeden Fall jetzt auch schön lang zwiebeln. Ihr wisst ja, ne? Zum Schluss werden die Kämpfe dann ein bisschen langweilig, weil irgendwie die Zauber so gemacht sind, dass... Jetzt warten wir mal kurz, dass der mir 999 anzeigen kann. Nicht, dass da wieder irgendwas ist. Jawohl. Dann noch drei Attacken. Zack. Und... Zack. Und... Zack. Ja. War's das, mein Freund? Ich würde fast behaupten, nein, noch nicht. Der hat, glaube ich, knapp 4000 oder so. Zack. Wächst er schon richtig, wie ihr seht. Also ich besiege die so schnell, dass sie gar nicht richtig wachsen kann. Normalerweise füllt die dann den ganzen Bildschirm auf. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Und? So. Also jetzt Tombuster, dann gleich. Im Normalfall, wenn ihr die mit Waffen angreifen wollt, dann einfach die Mitte angreifen. Das reicht. Are you dead? Nein, noch nicht. Ein-, zweimal noch. Und dann war's das mit der lustigen... Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Muttergrütze. Oder Schleimmutter. Oder Peter Lustig. Und der Orden des Phönix. Aha. Ich glaube, wir besiegen sie so schnell, dass die jetzt gerade den Disco Fox aufs Parkett legen. Und das war's auch damit gewesen. Da habe ich jetzt, glaube ich, nicht so viele Magiepunkte verloren. Aber hohe Magiepunkte. Und weiter geht's. Das Mädel könnte uns mal alle heilen. Denn sie ist immerhin eine Japanerin mit dem Namen Hai Lung. Versteht ihr, weil, ja, so wie Blödheit. Ja, ausgerechnet. Achso, wir sind ja alle geheilt. Hm. Ja, einfach mal mitdenken, ne? Und hier drüben sollen wir sie wieder loben, die guten Ninja-Kämpfer. Ich denke, wir werden noch Level 73 erreichen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und mit Level 73, glaube ich, ist selbst der Rest hier kein Problem mehr. Dann ist noch ein Gegner, den wir schon mit Laser-Inferno angreifen müssen, aber wir haben 4 Walnüsse. Letztendlich wird das gut gehen. Gehe ich mal schwer davon aus. Wow. Der hat Monkey gut eine reingezwiebelt. Aber auch das macht mir überhaupt nichts aus, weil wir auch genug Lebenswasser haben. Ist Monkey gerade instant gestorben? Achso, der Versteiner, der junge Mann. Würdest du bitte aufhören damit? Wow, das... Wow. Harzgas, bitte. Und du tust mich mal kurz wieder von den Toten auferwecken. Ich glaube, das wird später nicht mehr nötig sein, also macht mir das eigentlich nicht viel aus. Und das wird richtig reinzwiebeln. Ja. Tschüss, mein Freund. Wenn wir so einen Ninja nochmal begegnen, erinnere mich bitte dran, dass ich da den Harzinger-Zauber einsetze. Hm. Ah, ein Terminator. Der hat ein Energieschild. Und das heißt... Du greifst den guten Terminator an. Wenn ich Harzinger noch ein Level hochbringe, haben wir alle was davon. Und... Bist du schon wieder wach? Und nun nehmen wir einen Magiesauger auf den guten Werwolf. Das ist die gute Funky, Monkey, Dingens, Kirchenfrau. Willst du das bitte machen? Danke. Würde mich freuen. So, jetzt 32. 32 ist doch eine Marke, mit der wir durchaus was anfangen können, oder? Na komm, Masi. Wir zwiebeln hier rüber.
und hatten im Gegnerland gut was erreicht. Das freut mich. Du sagst mal kurz bitte wieder alle an. Achso, wir sind nur den Werwolf. Mhm, praktisch. Jetzt haben. Du zapfst bitte alle an, habe ich gesagt. Ah, und damit sind wir auch wieder voll. Und wir setzen mal eine Flammenwand tatsächlich ein. Habt ihr überhaupt schon gesehen? Also ja, haben wir schon gesehen, aber im Sinne von... Oh, was bist du? Was bist du? Honig, yeah, fett. Den haben wir nicht nachkaufen können. Aber ich sehe schon wieder, dieser Dämonenritter hier wird noch gefällt. Und dann war's das. Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem, lass mich mal sagen, vorletzten Part, sag ich jetzt mal, von Secret of Mana. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Secret of Mana. Also, bis dann, euer Lunaflexi, bis zum nächsten Part. Didi!